Hallo und herzlich willkommen hier bei Halo Reach. So, letztes Mal haben wir diese Außenposten von den Allianz in Hintern getreten. Tja, aber dann gab es ja diesen Knall und alles Pim, Pum und Pam. Und wir haben unseren super tollen Fluggerät da. Flugzeug verloren und ja. Und wir müssen erschreckend feststellen, dass die Allianz wirklich krass hier gelandet ist. Aber da ich ja nicht alleine das durchfahre, habe ich wieder mir Versteckung geholt. Im Mit Vor. Joe. Genau. Und ja, nicht lang schnacken, hier Kopf in Nacken und los geht's. Tja. Der Feind ist verschlagener als gedacht. Die Kuppel war tatsächlich ein mit einem Allianz-Supercarrier verlinkter Teleporter. Äußerst gefährlich. Aber Das Hilfe kommt ist sofort. gefährlich. 60% der UNSC-Flotte kommen von ihrem Einsatz nach Reach. Die erste Kampfgruppe sollte innerhalb der nächsten 48 Stunden ankommen. 48 Stunden? Das soll sofort sein? Oh oh. Auf wen setzt du diesmal? Sie. Du setzt immer auf sie. Er frisst ihr aus der Hand. Das Ding macht uns platt und wir sollen auf Verstärkung warten? Bis dahin sind wir tot. Unsere Geschosse sind entweder außer Reichweite oder mit ihren Schiffen abgestürzt. Du rennst offene Türen ein. Wie offen? Den Blick kenne ich, Cat. Sie können Nein sagen. Nein. Hören Sie doch erstmal zu. Gut, schieß los. Erinnern Sie sich an das verunglückte Kolonieschiff auf dem Weg nach Cygnus? Nein, 700 Tote. Fehler im Hyperraumantrieb, oder? Der funktionierte eigentlich. Nach einer ja, Wartung eigentlich. Wurde der Antrieb falsch montiert. Oder der Tank war leer. Beim Start hat es das halbe Schiff zerfetzt. Und das hilft uns. Wie genau? Ja, ein ungenau. Ein gewisser Supercarrier der Allianz könnte mit etwas Nachhilfe einen ganz ähnlichen Unfall haben. Selbst für dich, Cat, ist es... Inspiriert? So kann man es auch nennen. Was ist los? Na los, erklär's. Was ist denn los mit dir? Pass auf damit. Ziel? Zerstörung des Allianzträgers in der geosynchronen Umlaufbahn. Ist das genehmigt, Sir? Na, was denkst du? Oh. Vorgehen? Ein Hyperraumantrieb ersetzt die fehlenden Bomben. Liefersystem? Wir. Lösung? Uns da hochbringen. Und einen Hyperraumantrieb auftreiben. Danke fürs Leihen. Wir brauchen also nur ein orbitfähiges Schiff und das teuerste Gerät, das die Menschheit je geschaffen hat? Als einfacher Soldat habe ich natürlich keinesfalls Zugriff auf so etwas. Abgesehen davon könnte man, ich weiß nicht, auf dem nächsten nicht existenten Startplatz im nicht existenten Saber-Programm suchen, das von drei Regierungen als absurdes Gerücht abgetan wurde. Und bei dem unser neuestes Mitglied natürlich nie Pilot war. Also, du machst mir Angst. Wir brauchen nur das Okay von Holland. Viel Glück damit. Sie werden ihn fragen. Alles klar. Das hört sich nach einem Plan an. Grab mal Textnachricht per WhatsApp. Er wird sich nie darauf einlassen. Weißt du doch nicht. Das wird schon. Immer optimistisch sein. Eben. Das sieht auch sehr nicht existent aus, wa? Ja. Er mit seiner Gatling immer. Vor allem, wir haben das einfach stillschweigend hingenommen und haben es einfach nicht mal bestätigt. Ist nicht weit zur Startanlage. Näher wäre zu gefährlich. Ist der Untergang hier, glaube ich. Ja. Aber nichts sagen sagt ja auch schon vieles. Ja, ja. So, los. Ja, wie letztes Mal sind wir. Ich bin unten und Evil ist oben. Ja. Ich bin jetzt. Dann machen wir los. Ob ich hier am Rumjumpen bin. Voll unauffällig. Granate! Scheiße! Daneben! Hey! Bam, 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 bam. Ah. Nein! Jetzt geht's richtig.
Richtig böse. Nicht so böse wie ich, aber am guten Wege. Quark. Quark, hier. Wir rushen hier doch durch. Bats. Wir flankieren sie. Flankieren. Einfach durchrushen, ja. So kein Problem für uns. Für die guten alten Shooter-Veteranen hier. Yay. Juhu. Der gute alte Freund-Geburtstag immer noch der beste. So. Gleich sind wir auch da. So. Du bist hier rein. Ja. Habe ich noch? Ah, die solche Pistole dabei. Ja. Oh. Attacke! Was willst du? Ah, hat er gar keine Chance gegen uns. Mir hier. Das ist die falsche Tür. Ja, ich laufe dir einfach hinterher. Wir laufen nicht falsch. Es gibt keine falschen Wege. Wir haben uns nur die Anlage inspiziert, ob wir jetzt wirklich hier noch noch irgendwelche Gegner sind. Wo müssen wir hier? Geh auf. Ah, hier. Also doch da lang. Ja. Geh auf, jawohl. Hier ist ein Messer, wenn du, also so ein Schwert. Ja, ich liebe das Schwert einfach. Aber. Jetzt ja. Erstmal losfliegen. Okay. Jetzt geht's los. 3, 2, 1. Hui! Ich glaube, die Handbremse ist noch angezogen. Ja. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ich muss mal. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Aber es wäre lustig, weil die sagen nichts, aber stell dir mal vor, die würden wirklich da so. Sind wir schon da? Nächste Stufe in 3, 2, 1. Nächste Stufe. Ist klar. Und jetzt sind wir im Weltall. Oder in der Umlaufbahn des Planetens. Planeten. Sendungsstufe 2 bestätigt. Ja, gib mal Kit jetzt. Was ist denn? Echt mal. Ich will fliegen. Wo ist jetzt oben? Pedal to the metal, Junge. Was auch richtig gut gemacht. Ist da irgendwo auch ein Mac ist? Drive in. Alles klar. Können wir denn hier... Ah, die gute alte Barrel Roll können wir auch machen. Ah. Du a Barrel Roll. Wobei das ja auch eine Kontroverse ist. Eigentlich ist das ja keine wirkliche Barrel Roll. Wohin? Wo soll ich hin? Hm.
Ah, nach einer haben wir. Okay. Also wir können einmal nach links rollen, nach rechts rollen, ordentlich Gas geben, schießen, auf Raketen wechseln. Und ja. Können wir auch aufsteigen? Nee. Ich will nicht mehr. Wir steigen mal aus. Ah, und genau, es gibt so verschiedene. Okay, alles klar. Ja, wo ist die Alte denn? Hier, zu dieser. Unbekannte Kontakte. Savannah und Sabre Teams. Aufpassen, Banshees im Anflug. Wir müssen wir doch jetzt. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Los geht's, Sex. Zeig ihm, was du drauf hast. Okay, dann doch jetzt erstmal noch ein bisschen Weltraum-Action. Da. Ja, wo denn? Hast du schon mitgerichtet? Mit Y kannst du... Nachwechseln, ja. Aber wo sind die Gegner? Hier, bei mir. Ich geister hier mal rum. Muss halt, zack. Erledigt. Du musst halt so wie bei den Raketenwerfer die erstmal anvisieren. Und wenn die dann, diesen das rote Quadrat drumherum haben, dann kannst du die treffen. Ja. Und dann explodieren sie. Wo sind sie? Ja, das bist du. Ah, da. Aber mir ist noch eine. Yeah. Los aufs Ziel. Jetzt müsste so epische Rockmusik noch so dabei spielen. Und verdammt. Sei doof an Gedanke, wenn die Gegner an einem vorbeifliegen, natürlich, das macht man da einfach eine Kette. Enker 9 an NSC-Flieger. Impulsantriebe entdeckt. Jagdflugzeuge. Achtung, Sabers. Okay. Oh, da. Enemy spotted on the ground. Sieh mal an. Ey. Boom. Ernsthaft? Du musst erst die Schilder runterballern. Und dann, Und dann kannst du die mit Raketen down kriegen. Ist relativ easy. Ja. Zack. Ha? Und da geht er down. Enker 9 an alle Flieger in der Nähe. Empfangen eine große Angriffsflotte. Luftstoßtrupp und Saber-Teams werden zum Angriff und zur Verteidigung der Station angewiesen. Und da gehen sie alle down. Einfach keine Schnitte gegen uns. Enker 9 an alle UNSC-Flieger. Stationsabwehr wieder eingeschaltet. Bahn frei. Wir heizen ihn ein. Alles klar. Das Ziel noch durchbrechen. Kriegen wir sogar noch Unterstützung von unseren guten Kollegen. Ich werde zerlegt. Falsches Ziel zwar. Bist du hier unseren Freunden an Schießen? Nein, das würde ich niemals machen. Nein, nur nicht. Halten Sie Ausweichmanöver als Burton. Ich habe freie Schussbahn. So. Ja, ich weiß, wir überziehen hier ein bisschen, aber ich denke mal, ihr wollt diese Action ohne Unterbrechung erleben. Das ist ja auch richtig cool. Sie zielen auf mich. Ich werde diesen Zerrachmeter unbedingt verhalten. So. Aber ich glaube, das ist auch die letzte Welle, die wir hier abwehren müssen erstmal. Zack. Naja, ich... Ist doch klar, ich habe ja auch schon in dieser Versuchsreihe mitgewirkt. Da kann ich natürlich von
kann ich einfach schon damit umgehen. Ah. Doch noch eine. Wow. Auf einmal taucht der vor mir auf. Das ist natürlich richtig gut. Zack. Was ist denn? Ah, oh, ich war zu nah dran. Aber guck mal, wie toll ich zapple. Du stirb. Pass auf, nicht, dass du auch noch. Niemals. Du musst das jetzt hier regeln. Ich bin hier am rumeiern. Hui! Oh Mann. Na los. Ah, jetzt bin ich auch wieder dabei. Schön. Schütteln Sie ihn ab. Ist jetzt immer noch. Ach Mann. Ja, die wollen auch nicht loslassen. Ja, wenn man mal einfach in dieser Zone ist, dann schießt man einfach auf alles, was fliegt. Hey! So wie ich zum Beispiel. Hat Spaß. So, okay, jetzt, wir haben, der Action-Teil ist erledigt und ja, machen wir kurz die Pause und sagen wir bis zum nächsten Mal hier an Baujax. Machtet!